Moin, grüße alle miteinander und herzlich willkommen bei Hör wie grillt. Heute machen wir wieder einen Versuch, nicht? Ich bin ein alter Tester. Und zwar, da schaut's her. Zwei wunderbare Chucksteaks von Almo, von Karl-Heinz Schönhofer, danke nochmal. Die haben da ein eigenes System, ein Nachreifesystem, und zwar heißt das Ganze Tenderstick. Und da sieht man es besser. Das Steak wird da so eingesteckt und da kann die Luft ein bisschen dazu, dass das Ganze nachreift. Also es schaut ja aus, fast schon wie Dry Edge. Werden wir dann beim Auspacken einmal riechen, wie das ist. Und der Versuch, das Ganze ist so, eines machen wir am Gasgrill und eines am Kohlegrill, nicht? Weil eins sagen, Gasgrill ist besser, Kohle schmeckt anders, ist besser. Schauen wir mal, nicht? Wir haben da unsere zwei Burschen, die heizen schon auf, nicht? Da der Napoleon Gas und da der Monolith. Und das Ganze werden wir jetzt dann austesten. Direkt scharf angrillen und dann fertig ziehen lassen. Gut ist, gehen wir es an, packen wir mal aus das Fleisch. Übrigens, eins hat da gute 600 Gramm. Schneiden wir das dann mal auf. Ja, da seht ihr, das ist das ganze Geheimnis da dran. Aha, das sind nicht zwei Stücke. Wird auch hinteres Ausgelöstes genannt. Gut, na, dann probieren wir mal nur so zwei, weil wir sind ja zu zweit, dann, das habe ich nicht gewusst, werden wir da nur zwei Steak machen. Wir dann da nur ein bisschen salzen vorher. Das kann man nachher dann eh nachsalzen. So, das war's schon. Gut, dann gehen wir weiter zum Grill. Einfach Küchenrolle einbrauchen. So, da werden wir es nachher dann machen. Da werden wir dann fertig ziehen. Das Ganze auch beim Gas. Also bei der Kohle. Ah, die Kohle wunderbar. Dann werden wir das Fleisch rauflegen. Das Ganze fangen wir mit dem Gas an. 90, 90, 90. Dann werden wir es einmal 90 Grad drehen und das Ganze dann umdrehen. So, Deckel zu und dann hole ich euch wieder. So, am Gasgrill haben wir es schon. Ah, wie ihr seht, wunderschön. Und nochmal 90. Deckel zu. So, das Ganze werden wir jetzt einmal wenden. Und wie ihr seht, ein wunderschönes Muster haben wir da. Schauen wir zum Mono. Das ist ein bisschen mehr, da ist ein bisschen mehr Feuer drinnen. Gut ist, und Deckel zu und das Ganze noch einmal und dann schauen wir dann. So, wir sind am Ziel angelangt, auch die zweite Seite ist fertig. Ja, da liegen unsere Chucksteak, Monolith, also Holzkohle, Gas. War ein bisschen mehr die Flammen, darum ist das auch deutlich brauner. Wir werden das jetzt noch ruhen lassen. Temperatur haben wir schon weit über 55 Grad, also wir hätten das nur 1 Minute sollen und immer wenden. Lassen wir das Ganze noch 3-4 Minuten ruhen und dann werden wir anschneiden und kosten. Bis dann! So, unsere Steckel haben geruht, da haben wir das vom Gasgrill. Jetzt schneiden wir das da mal gleich an. Ja, es ist schon ein bisschen sehr durch. Aber es ist ein zart rosa, nicht? Saftig ohne Ende. Die zwei einmal kosten. Also da Gas. Das Fleisch butterzart. Ein Träumchen, sage ich. Und jetzt, und ein Dings, obwohl es außen brauner ist, ist innen mehr rosa.
Ist es eigentlich komisch? Schmeckt auch traumhaft. Es ist, die Kruste ist ein bisschen, wie soll ich sagen, rescher. Aber sonst ist kein Unterschied. Auf jeden Fall, das Fleisch, ein Traum. Danke nochmal Karl-Heinz. Und aus Beilag gibt es auch was. Wunderschönes mediterranes Pizzabrot. Ne? So, ein schönes Häppchen, ne? Ups. Als Beilage nicht schlecht dazu, gell? Gibt es eine eigene Folge davon, wem es interessiert. Ja, kommen jetzt zum Fazit von den Ganzen. Also ehrlich gesagt, viel Unterschied ist nicht. Ja, da war ein bisschen die Kruste brauner beim Holzkohlengrill. Ist reine Geschmackssache. Also der eine schwört auf das, der andere auf das. Am besten man hat alle zwei, das ist meine Meinung. Smoken oder was geht sicher in einem Monolith oder was besser als auf dem Gasgrill, kann man natürlich auch. Ansonsten, was ein jeder haben will, wie gesagt, alle zwei sind halt am besten. Ich sage euch jetzt nur mehr, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar oder abonniert einfach meinen Kanal, da versäumt ihr keine Folge mehr von Hörbegrillt. Ich sage euch jetzt nur mehr, tschüss Papa und viert euch!